Heute passiert was, das ist unglaublich. Das ist mir noch nie passiert und es hat einfach komplett die Sprache verschlagen. Viel Spaß, ich bin mir sicher, ihr werdet sehr viel zu lachen haben. What the fuck? Zuletzt bei Paper Mario Sticker Star. Nach viel Arbeit und einem langen Weg stand das Finale von Welt 3 an. Wir schwammen mit Wiggler gemeinsam auf die vergiftete Insel und fanden dort die Ursache. Einen Glitzer-Riesen-Blooper. Nach einem unglaublich spannenden Kampf, welcher mittendrin eine sehr, sehr dramatische Wendung nahm, konnten wir ihn besiegen, den Wald reinigen und uns den dritten Royal-Sticker sichern. Schau dich die letzte Folge an, sie ist sehr sehenswert. Es ist Zeit für eine letzte große Bug-Trainingsaktion. Freunde, willkommen zurück zu Paper Mario Sticker Star. Und bevor wir uns heute einem Bosskampf widmen, das kann ich schon mal spoilern, werden wir jetzt alle Türen in Welt 3 nachholen. Das sind 12 Level, das wird ein bisschen dauern, aber ihr bekommt ja sowieso entspannt zusammengeschnittene. Let's go in Welt 3.1 der Lauballee. Die Tiersilhouette befindet sich hier ganz normal im Verlauf des Levels. Im Hintergrund bei diesem Ninji. Dafür müssen wir einfach nur kurz hier diese wunderschöne blaue Tür im Karo-Design einkleben und jetzt irgendwie an diesem Ninji vorbeimogeln. Und dann flüchten wir halt kurz. Das funktioniert sehr gut. Und dann können wir schauen, was sich hier drin befindet. Ich rechne wieder mit einigen Dingstickern. Oh, das sieht aus wie eine Schneekanone. Ein Scheinwerfer, fast eine Schneekanone. So, im Wirrwald müssen wir rechts, links, rechts, rechts gehen, um an diese Stelle hier zu kommen, denn dort können wir die nächste Geheimtür einkleben. Ich habe jetzt tatsächlich ein bisschen suchen müssen, war jetzt nicht der erste Weg, den ich quasi gegangen bin, um diese Tür hier zu finden, aber ja, auch im Wirrwald gibt es sie und das sieht mir nach einer Geige aus. Eine Violine, ist das nicht das gleiche? Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. So, in Wigglers Wohnbaum chillt Wiggler hier. Ne, lässt sich's gut gehen. Mario und Kerzi, das Gift ist weg. Der Wald ist wieder sauber. Das verdanken wir nur euch beiden. Danke. Und weil du uns in der Insel gebracht hast, haben wir einen wichtigen Sticker wiedergefunden. Dem müssen wir also auch danken, Wiggler. Jetzt, wo die Blätter wieder sauber sind, kannst du so viele essen, wie du magst. Juhu, Wigglers Bauch war die ganze Zeit so leer. Da kann Wiggler jetzt sicher ohne Pause essen. Und dann wird Wiggler ganz schnell groß. Richtig, ist viel. Dann wirst du auch groß und stark. Das ist ja großartig gelaufen, Mario. Oder was meinst du? Ja, sehe ich auch so. Ich bin aber eigentlich wegen dieser Tür hier. Sorry, Wiggler, ich leiste dir aber ein anderes Gesellschaft. Und ich bin auch wegen einer anderen Sache hier. Ne? Bezüglich eines Kommentars, den ich bekommen habe. Aber dazu kommen wir gleich. Erstmal schauen wir, was sich in Wigglers Wohnbaum befindet. Und oh, es ist ein KP+. Very nice. Damit sind wir schon bei, ich glaube, 75 KP. Dammit. Das ist eine ordentliche Menge. So, und jetzt noch der Kommentar von der lieben Maggie. Sieh mal nämlich, dass in Wigglers Tagebuch wahrscheinlich echte Kinderzeichnungen drin sind. Und das habe ich mir auch schon gedacht. Sieh mal, dass es vielleicht irgendwie einen Wettbewerb gab, wo Kids einfach quasi was für Nintendo malen konnten, was dann hier auftaucht. Oder was ich mir auch schon überlegt habe, dass vielleicht einfach die Kids der Entwickler quasi das gemalt haben, ne? Dass quasi einfach den Kids gesagt wurde, hey, mal doch einfach mal ein bisschen was. Die haben eine Vorlage bekommen, denen wurde gesagt, mal das mal ab. Aber ich glaube auch, dass das echte Kinderzeichnungen sind. Ich finde das auch richtig sweet. Welt 3, 4. Bowlichtung. Oh, da bin ich jetzt falsch gelaufen, glaube ich. Nee, komplett richtig. Oder nein, doch falsch. Ich muss oben über den Zaun springen. Einfach bis zum Ende durchlaufen. Das ist einfach viermal straight nach rechts. Und dann landet man hier beim Ziel und kann dann hier passend diese Türe einkleben. Ja, und damit hätten wir schon ein Drittel geschafft. So schnell geht das. Gar kein großer Aufwand. Und auch das Bugtraining macht einfach in Sticker Star tatsächlich auch sehr viel Spaß, muss man zugeben. Ne? Überall diese Türen einzukleben. Das hat schon was. Und das sieht mir nach einer Öltonne oder sowas aus. Einfach nur eine normale Tonne. Okay, die rollt wahrscheinlich über die Gegner drüber, würde ich schätzen. Beim Einbahnfluss einfach straight in die Mitte gehen zum Boomerang Bro, der uns wahrscheinlich gleich einen Boomerang in die Fresse zünden wird. Und bei ihm dann auch die Tür einkleben. Übrigens, jetzt lohnt es sich dann tatsächlich auch schon einige Münzen gefarmt zu haben, was wir ja getan haben, weil wir sehr akribisch, sag ich mal, mit dem Perfektbonus umgehen und auch viele Sticker verkaufen, denn wir müssen jetzt natürlich überall eine Tür kaufen, die 80 Münzen kostet. Hier ist ein Kissen, verdammt! Da hätte ich dieses Easter Egg testen wollen, dass Mario sich dann drauflegt und schläft. Ja, wann anders.
In den Trippeltrapphöhlen befindet sich die Tür hier oben und auch hier habe ich wieder das ganz, ganz üble Gefühl, dass wir gleich noch in einen Kampf verwickelt werden von diesen, ich weiß gar nicht, wie sie auf Deutsch heißen, Scuttlebugs auf jeden Fall. Nein, wir konnten ihn gut ausweichen. Sehr schön. Und hier ist ein Staubsauger, oder? Einmal putzen, bitte. Ein Bürststaubsauger. Oho. Stimmt, ja, es gab ja schon den normalen Staubsauger. Jetzt haben wir ihn sogar mit Bürste. Beim Ästelpfad direkt am Anfang des Levels. Höchst angenehm. Höchst angenehm. Oh, mit dem Klebeband. Ich denke, ähnliche Funktion wie die Stecknadel. Ich schätze, man wird einfach den Gegner paralysieren. In Welt 3.9, dem Verschaukelpfad. Einfach durch den ausgetrockneten Sumpf laufen, ne? Und dann kommt man hier hinten, ne, an die Stelle, wo man die Tür einkleben kann. Ging natürlich auch, wenn der Sumpf noch da ist oder halt das Gift. Aber so ist es natürlich deutlich angenehmer. Oh, und das sieht mir nach ein paar nicen Stickern aus. Okay, einmal quasi diese komplette Sonderhammer-Kollektion. Und dann noch einmal eine sehr schöne Glitzer-Sticker-Kollektion. Kann ich hier zwischen denen noch was einkleben zum Verbessern? Nein, sehr schön. Ich mag eigentlich auch tatsächlich diese Türen, hinter denen nice Sticker versteckt sind. Bei der Sniffit-Show einfach einmal sagen, ich möchte nicht spielen, um in diesen Endraum zu kommen. Und hier dann einfach über die Kisten nach oben klettern, um dann hier oben die passende Tür einzusetzen. Ich frage mich gerade, warum da noch eine Röhre ist. Seht ihr die auch? Aber die bringt mich bestimmt einfach nur wieder. Ich weiß gar nicht, wo die bringt mich hin. Und das ist, glaube ich, das Pendant zu der Tonne. Das ist, glaube ich, ein Kanister, ne? Ja, richtig. Obwohl ich eigentlich nur aus Plastik kenne. Ich kenne die gar nicht aus Metall. Was ist jetzt aber diese Röhre? Komme ich da überhaupt... wahrscheinlich komme ich da gar nicht hin, ne? Nee, ich glaube, das ist nur ein Rückweg oder so. Keine Ahnung. Ist mir egal. In Welt 3.11, dem Grubendickicht im hinteren Bereich des Levels, befindet sich die Türsilhouette. Und damit haben wir schon die vorletzte Tür aus Welt 3. Das Bugtraining ist bald komplett abgeschlossen. Wir können gleich behaupten, dass wir in Stickerstar wieder, auch von der 100% Komplettierung, gleich wieder auf dem neuesten Stand sind. Und hier ist ein Luftballon. Sehr schön. Sweet. Im knalligen Rot. Und am Schaumkronenstrand einfach kurz die Röhre nehmen, um zur Insel zu kommen, auf der Blooper war. Und da direkt am Anfang, nachdem hier auch kein Gift mehr ist, kommen wir problemlos und ohne Schaden zu nehmen zur letzten Türsilhouette. Und damit hätten wir Welt 3 komplett gebacktrainingt. Ja, gebacktrackt. Das sieht mir nach einem Meterstab aus, oder? Fast eine Zeitung. Dammit, also in diesem Dings erkennen, da bin ich noch nicht so gut. Aber ist ja auch nicht schlimm, ne? Damit hätten wir auch Welt 3 komplett nachgeholt und jetzt können wir uns um den Hafen kümmern. Da habe ich nämlich auch einen Kommentar bekommen und zwar vom lieben Popelkeks, okay, interessanter Name, Bro. Das Boot im Hafen, bei dem du gesagt hast, da gibt es nichts zu tun, das mit einem Seil befestigt ist, wenn du nach Welt 3 weiterspielen möchtest, was wir natürlich wollen, brauchen wir hier an der Stelle einen Scherensticker. Um das Seil durchzuschneiden. Vielen, vielen Dank dafür. Das hatte ich auch noch grob im Kopf. Und ich bin aber trotzdem noch hier, weil ich nicht nur mir die Schere als Sticker holen will, sondern weil wir auch gleich noch etwas anderes uns holen. Jetzt nehme ich aber erstmal die Haarschere, die da, und nehme die mit, um dann das Boot loszuschneiden. Und da ich ja das Spiel schon gespielt habe, weiß ich ja, was auf mich zukommt. Und kann dementsprechend schon mal ein bisschen vorsorgen. Wir müssen nämlich nochmal zum Schwarzmarkt hier hinter. Denn wir brauchen einen Dingsticker, den wir bereits im Kampf verwendet haben. Sogar beim letzten Mal. Beim Kampf gegen den Riesenblooper. Und zwar rede ich vom Angelhaken. Auch der wird noch... Okay, ja, die Lupe kaufe ich auch noch. Die muss ja sowieso, glaube ich, noch ins Museum. I don't know. Komm, passt schon. Na, den Angelhaken brauche ich auch noch. Ich frage mich gerade, ob es ein Stickers Fjörde eine Geheimtür gibt, aber ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Genauso wie es auch in Stickershofen keine Geheimtür gibt. Ich glaube, das passt. Zudem können wir auch gleich noch zum Stickerfest gucken, weil das sich ja auch nach jedem Bosskampf ändert. Können wir jetzt auch wieder vorbeischauen? Na, ich denke dran. Ich versuche euch wirklich so viel von diesem Spiel wie möglich zu zeigen, wie sich hier alles im Laufe des Games entwickelt, dass ihr einfach wirklich sagen könnt, nachdem ihr hier dieses LP geguckt habt, ich kenne alles, was in Stickerstar passiert. Ich bin über Stickerstar top informiert. Das LP vom Hübi, das kann ich weiterempfehlen. So, und wir gucken auch noch hier im zweiten Haus vorbei, denn wir haben ja auch Luigi erneut gerettet.
wodurch wir einen neuen Zeitungsartikel über ihn freigeschaltet haben dürften. Hier ist aber gar nicht das Haus mit der Zeitung. Das haben sich mit Sicherheit schon einige von euch gedacht. Die Zeitung ist natürlich hier. Und was schreiben sie über Luigi? Grüner Kerl sonnt sich am Schaumkronenstrand. Anfangs für eine Meerjungfrau gehalten, wurde der grüne Kerl nun ein weiteres Mal auf den Felsen des Schaumkronenstrands gesichtet. Zeugen behaupten, er habe ganz ruhig und tief ins Gesicht gezogener Mütze dagestanden. Ganz so, als habe er den Blicken der Passanten ausweichen wollen. Die Anwesenheit eines üppigen Schnurrbartes auf seinem Gesicht führte letztendlich dazu, dass die Meerjungfrauentheorie verworfen wurde. Kann so etwas tatsächlich möglich sein? Luigi wird jetzt schon für eine Meerjungfrau gehalten. Dammit, der muss sich ziemlich gut gehalten haben körperlich, dass man ihn mit einer Frau verwechselt. Und wenn wir jetzt auch zum Stickerfest gehen, kann ich euch auch noch das heutige Fanart einblenden. Beim letzten Mal habe ich das Fanart einblenden tatsächlich vergessen, aber ist ja nicht so schlimm. Der liebe Lars hat uns was gezeichnet, und zwar Paper Mario mit einem Schild, wo Stickers da draufsteht. Und ich finde, es sieht ein bisschen aus, als ob Mario streiken würde, weil er auch ein bisschen böse guckt. Auf jeden Fall ziemlich nice. Dankeschön dafür, lieber Lars, für dieses tolle Fanart. Und das Schöne ist, beim Stickerfest gibt es ja auch noch einige Sticker für uns zu holen. Und ich glaube, mein Album ist jetzt voll, oder? Weil hier vorne sind noch mehr Sticker, die ich gerne mitnehme. Oh nein, ein bisschen Platz habe ich noch. Ein bisschen Platz ist noch da. Wunderbar, die Toads hier versuchen gerade was zu bauen. Ja, und dieser Taub muss das größte Gewicht aushalten. Der schwarze Taub wurde wohl mir zugeschoben. Achso, der schwarze Peter, ne? Ich bin der zweitunterste Taub. Das ganze Gewicht liegt auf meinen Schultern, aber ohne das Prestige des untersten Toads. Der zweitunterste Toad wird nicht geachtet. Es ist ganz schön schwierig, in der Mitte das Gleichgewicht zu halten. Als mittlerer Toad hat man es nicht zu lachen. Der zweitoberste Toad hat es ziemlich leicht. Der oberste Toad ist ganz oben. Der oberste Toad muss der Furcht ins Auge sehen. Okay, alles klar, nach oben weitergeben. Geiler Scheiß, ne? Die Fahnen, von den Fahnen her haben wir noch nichts aufgerollt. Dementsprechend können wir hier leider noch keine Erfolge verbuchen, aber das Stickerfest wird langsam wieder aufgebaut. Gut, ich denke, damit hätten wir auch hier alles nachgeholt. Und jetzt können wir zum Hafen gehen. Dammit. Dafür, dass ich eigentlich in diesem Level nur ein bisschen Backtraining machen wollte und anschließend noch kurz in den Hafen gehe, ist die Folge schon wieder ganz schön lang, ne? Also, irgendwie meine Befürchtung, die ich am Anfang des EPs hatte, dass manche Parts sehr kurz werden, die scheinen sich nicht zu bestätigen. In diesem Spiel gibt es einfach so viel zu tun und so viel zu erkunden, ne? Dass wir hier wirklich höchst entspannt jede Folge mit kreativen, coolen Content füllen können. Kann ich da unten eigentlich rein? Ja, da war ich, glaube ich, schon, ne? Nein, war ich noch nicht. War ich noch nicht. Hier ist eine Glitzerhüpfpuschel. Sehr schön. Danke sehr. Nehmen wir auch gerne mit. Dann habe ich diesen geheimen Weg auch gezeigt. Schön. Das gefällt mir. So, und jetzt kümmern wir uns um das Boot. Denn das brauchen wir, um nach Welt 4 zu schippern. Denn, wie gesagt, falls ihr die Oberwelt gesehen habt, da ist erstmal Feierabend, ne? Also da geht es in keine Richtung mehr weiter, außer hier am Hafen. Dadurch weiß man, dass man hier am Hafen was tun muss. So, man sieht auch, dass das Seil hier schon ein bisschen angerissen ist. Man sieht hier ganz leicht diese Bruchstelle. Und dementsprechend kommt man hier mit seiner Schere dann her, um das Boot schon mal loszuschneiden. Aber an Fahren kann man noch gar nicht denken, ja? Ihr werdet gleich sehen, warum. Zack. Das war's auch schon. Ganz unspektakulär. Das Boot ist losgelöst. So, damit wir jetzt aber fahren können, müssen wir erst nochmal an Bord gehen. Denn da fehlt auch noch was. Wir haben ja im dunklen Keller des Hafens, wo wir die Glühbirne angeklebt haben, diesen Steuerradsticker gefunden, ne? Den wir bisher noch nicht eingeklebt haben. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Befestigen wir das Steuerrad. Und können wir eigentlich selber schon losdüsen? Ah, nee, er kommt. Oh, Baba! Ach so, es fehlt also das Steuerrad. Ich wusste irgendwie, irgendwas ist komisch. Kein Wunder, dass sich das Schiff nicht gerührt hat. Schönen Dank, du bist mit Sicherheit ein Erstklasse-Mechaniker. Jetzt kann ich endlich wieder ein ruhmreicher Seefahrtskapitän sein. Alle mal an Bord, lichtet die Anker, los geht's. Okay, let's go. Darf ich mitfahren? Ja, bitte. Dann legen wir ab. Hör auf ins weite Meer, Baba. Dratz. Einmal übelst nach rechts abgebogen, in den Steg rein. Mords Schaden am Hafen. Und wir tuckern los, Freunde, ab. Nach Welt 4. Hättest du wohl gedacht. Noch nichts mit ab nach Welt 4, Friends. Boom. Ein riesen Jeep hat hier etwas dagegen. Ja, so sieht's aus. Und den Dude, den werden wir jetzt morgen hier auf die Fresse geben. Ich hab's ganz am Anfang vom Part gesagt. Wir werden Backtraining machen, aber es wird auch noch ein Bosskampf kommen. Und den habe ich gemeint. Also falls ihr am Anfang der Folge aufgepasst habt, wusstet ihr schon, dass jetzt hier irgendwas nicht so ganz richtig laufen kann. So, und der guckt uns immer an. Das finde ich übel gruselig, aber auch irgendwie total das nice Detail. So, und jetzt
geben wir ihm auf die Fresse. Ja, ein Monster-Cheep-Cheep. Wir holen uns erstmal 3 Angriffe. Yes, tatsächlich 3 Angriffe. Denn ich liebe es, dass ich 3 Angriffe bekomme, ohne extra Geld zu zahlen. Das ist sehr angenehm. Dadurch machen wir aber nichts, weil der hat Flügel, ne? Der fliegt. Müssen wir aufpassen. So, ich versuche mal mit dem Grillhammer einen mitzugeben. Und dann springen wir einfach noch auf ihn drauf. Ich nehme mal hier meine normalen Sticker. 100 Leben ist es nicht so viel. Boots! 20 Damage, schöne Sache. Eisensprung obendrauf, was auch nochmal 11 Damage sind. Und jetzt macht er den Schuh, na, dass man ihn nicht one-hitten kann. Der Sack. Und er heilt sich sogar wieder komplett auf. Na, und jetzt ist er weg. Dadurch will das Spiel nämlich verhindern, dass man den auf jeden Fall erstmal nicht besiegen kann. So, jetzt spotzt er mich an, macht 5 Damage und verpisst sich wieder. Und alle, die jetzt 1 und 1 zusammenzählen können, deswegen, meine lieben Freunde, haben wir uns am Anfang den Angelhaken geholt. Ich ziehe ihn jetzt an Land und dann donner ich ihm, was donnern wir ihm dann in die Phrasen? Ich würde vorschlagen, erstmal ein Glitzer-Auerhammer. Auf geht's. Angeln wir uns diesen Monster-Cheep-Cheep, der sich ja feige verpisst. Oh yeah. Muss ich A spammen, um irgendwie ein Gut oder ein Exzellent oder so zu bekommen? Nein. Boots. Wir haben ihn wieder an Land geholt. Jetzt ist er stinksauer. Aber ich auch. Weil ich das Timing verkackt habe. Und er wächst einfach, ne? Der pumpt sich jetzt hier von Runde zu Runde auf. Wie so ein richtiger Pumper. Mal gucken, ob ich hier nochmal 3 Angriffe holen kann. Oh, scheiße. Ja, komm schon. Ich nehme auch den Giftpilz in Kauf. Nein! Ärgerlich. Aber ja, so schlimm ist es nicht. Jetzt können wir ihm richtig geben. So, wir springen. Oh komm, wir nehmen uns den großen Glitzerhammer. Den habe ich mir gekauft im Laden, wo die Türsticker waren. Und noch Glitzerhüpfpotion. Komm schon. Exzellent. Boom, 46. So, nicht anders. Nein, 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 ich habe es verkackt. Die haben 3 Damage gemacht. Ich kam darauf nicht klar, weil der Gegner so groß ist. Dann konnte ich nicht wirklich sehen, wie viel Damage ich ihm mache. Ah, oh, so normale Hüpfpuschen hinterher. Oh, das ist so schwer. Ohne Scheiß, es ist wirklich sehr schwer zu sehen, wann ich A drücken muss. Das ist, wenn die Gegner so groß sind. Oh mein Gott, der macht bestimmt 8 Damage. Okay, jetzt. Ich habe, glaube ich, nochmal irgendwo Glitzerhüpfpuschen. Ich habe noch mehr welche irgendwo bekommen. Ja, hier. Das muss sitzen. Die müssen sitzen. Die müssen sitzen. Nein, geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Bei diesem Gegner siehst du nicht. Er wird noch größer. Explodiert der und one-hittet einen? Ich glaube, es hackt. Wo komme ich raus? Was habe ich noch in meinem Album? Okay, ich habe noch. Nur mein Fortschritt und Stickers für Hölle fehlt. Okay, Friends, jetzt könnt ihr wirklich behaupten, dass ihr in Hübis Stickerster LP alles gesehen habt. What the fuck, Alter? Das wusste ich nicht. Das wusste ich legit nicht. Und das ist tatsächlich eine ganz schön üble Sache. Und ich kriege die Hüpfpush nicht hin. Ich kriege bei diesem Gegner die Hüpfpush nicht hin. So. Aber es ist das erste und letzte Mal, dass ich dich unterschätzt habe. Ich hau dir jetzt so die Rübe ein. Ich hau dir jetzt so die Rübe ein. Dass dir so Hören und Sehen vergeht. Verdammt. Aber ich mache jetzt keine Faxen. Ich mache keine Faxen. Zack. Komm, lass mich. Ich will die Hüpfpfusch nochmal probieren. Einfach nur für mein Ego. Bumm. 46 Damage schon mal. Nee. Ich krieg die Hüpfpfusch hier nicht getimed. Ich kann euch nicht sagen, warum. Ich kann euch nicht sagen, warum ich die hier nicht getimed bekomme. Und um jetzt hier kein Risiko einzugehen, zünde ich mir einfach den nächsten großen Glitzer in die Fresse und sorge dann dafür, dass der nie wieder was zu melden hat.
Holy shit, krass. Das wusste ich selber nicht, ne? Wow, einfach gewonnen hätte ich wollen. Bittere Momente. Donnerwetter, Mario, du bist richtig geil. Aber du musst mir erlauben, dich Meister zu nennen. Nenn mich Daddy. So, und lieber Kapitänstoad, wir düsen jetzt ab. Ich verlasse diesen Dreckshafen und möchte hiervon nie wieder was hören. Hier haben sich Ereignisse abgespielt, an die ich nie wieder erinnert werden will. Lass uns bitte einfach nur ablegen und hoffentlich dann in Welt 4 landen. So, bist du bereit? So, ich habe unseren Chip-Chip, der aus den Meeresfluten emporsteigt. In der Tat ist die See eine unergründliche Quelle der Schrecken. Ah, verglichen mit diesem Koloss erscheint meine eigene Existenz so winzig. Ich denke, ich werde mich für eine Weile aufs Festland zurückziehen und um in mich zu gehen und darüber nachzudenken. Mit anderen Worten, Mario, ich trete zurück. Übernimm du das Steuer. Ah, na dann, Baba, hau rein. Okay, wir haben gerade ein Schiff gewonnen. Geerbt, geschenkt bekommen, was auch immer. Solange Mario weiß, wie das funktioniert. Sehr, sehr gerne. So, wir legen erneut ab. Kein Riesen-Cheep-Cheep, der explodiert. Kein Riesen-Blooper. Ein Garados, was sich aus den Fluten erhebt. Nein, es sieht solide aus. Und da wären wir. Die Overworld hat sich erneuert. Wir kommen jetzt entweder, wenn wir wollen, nach Welt 6. Wollen wir noch nicht hin. Oder wenn wir wollen, Welt 5. In den Dschungel. Oder da, wo wir beim nächsten Mal hingehen, in Welt 4. In die Berge. Beim nächsten Mal gibt es nämlich 4.1 die Fröstelhöhle. Passend aktuell zur Weihnachts- und Winterzeit. Danke fürs Zuschauen. Das war die letzte Folge Stickerstar vor dem großen Hubi Charity Stream. Ich hoffe, wir sehen uns. Und falls ihr das LP irgendwann anders guckt, vergesst es. Ich habe einen 24-Stunden-Charity-Stream gemacht. Hehe, und ihr wart nicht dabei. Bis zum nächsten Mal, euer Hubi.